Das Glas ist 1200 Grad heiß. Die Arbeit direkt am Ofen anstrengend. Alt und Jung wechseln sich ab. Das Unternehmen versucht, die Teams zu mischen. Einer soll vom anderen lernen. Gerresheimer schätzt die Erfahrung der Älteren, muss aber auch Nachwuchs fördern. Dazu gehört es auch, Familien zu unterstützen, für den Chef selbstverständlich. Er ist seit über 30 Jahren im Betrieb und kennt die Bedürfnisse seiner Belegschaft. Wir bauen keine Kindergärten, aber wir organisieren Kindergärten. Wir organisieren Schulen. Wir bauen tatsächlich oder finanzieren auch Schulen mit, wie zum Beispiel private Fachoberschulen, in denen wir in die Lehrpläne integriert sind. Wir stellen Praktika zur Verfügung. Eine Notwendigkeit, denn die Region um Tettau im Frankenwald wirkt ländlich. Die Arbeitslosigkeit liegt bei nur 2%. Deshalb müssen Firmen wie Gerresheimer um Mitarbeiter kämpfen. Die Personalabteilung arbeitet mit den Behörden am Ort, um zum Beispiel Betreuungsplätze für Kinder zu organisieren. Wie wir wissen, wird im Jahr 2013, von 2013 bis 2030, der Rückgang der jüngeren Mitarbeiter gewaltig sein. Das heißt, wir sind an dem Punkt, dass wir für ältere Mitarbeiter die Arbeitsplatzgestaltung so gestalten können, damit die auch bis zur regulären Altersrente den Arbeitsplatz auch besetzen können. Jeder wird gebraucht. Überdurchschnittliche Bezahlung, flexible Arbeitszeitmodelle. Für die Firma selbstverständlich. Denn das Unternehmen will schneller sein als andere. Die Nachfrage nach Konsumgütern wie Parfümflaschen zum Beispiel und Medizintechnik ist riesig. Eine neue Mittelschicht in Indien, Brasilien oder Mexiko kann sich mehr leisten. Und davon profitieren die Deutschen. Ihre Produktion wächst ständig. 90% unserer Produktion ist für den Kosmetikmarkt. Ist sicherlich ein Wachstum, nicht nur in den Schwellenländern, ob das Asien ist, Russland und. Es hängt auch von der Einkommensstruktur der Bevölkerung ab. Und das Einkommen ist besonders in Schwellenländern in den vergangenen Jahren gestiegen. Die gerade produzierten Parfümflaschen gehen nach China.